Yes. Ja, ja doch, doch. Kann man anbieten? Ja, kann man anbieten. Machen wir einen breiten Flur, wo wir dann unter anderem auch noch mal ein paar von diesen Dingern da hinstellen. Denn wir haben ja eh eine Überproduktion von diesen komischen Werkkisten. Das ist zu produktiv, das ist das Problem. So, was wollte ich zeigen? Ich habe nämlich hier irgendwo was gelesen von wegen Aufwerten oder so. Ungepanzert, bla bla bla, Nahkämpfer, gepanzert. Nee. Wo habe ich denn das gelesen gehabt? Okay. Oh, ich dachte gerade, das ist Harry Potter Musik. Okay, da haben wir Werkzeugkisten entfernt. Hier. Und noch eine, komm. Jetzt sag mir nicht, dass du das Ding da hinten dann. Komm, entferne das auch noch. So, entferne dies. Ja. Er ist clever. Er ist zumindest ein bisschen clever. 3, 2, 1. Ja, haben wir. Okay. Das Zeug kann da gebaut werden. Oder machen wir so. Ja, das ist wahrscheinlich besser. Das machen wir. Das entfernen wir einfach mal. Zack und zack und ich glaube, jetzt haben wir keine Kisten mehr, oder doch? Jetzt haben wir keine Kisten mehr. Ja, sauber, okay. Dann baut mal mir das fleißig zusammen, denn ich habe das jetzt mir so überlegt, die laufen los, laufen hier vorbei, kriegen dann eins ja, vom Kopf und dann laufen sie entweder hier lang oder hier lang und nicht hier so quer, kreuzt sie quer, aber ganz genau weiß ich es nicht. Müssen wir mal gucken. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wir können auch noch aus Sicherheitsgründen hier. Nee, geht leider nicht. Wir können auch aus Sicherheitsgründen das Ding entfernen. Und es ist ja rein theoretisch egal, wie groß das Feld ist, ne? Der muss ja dort rein theoretisch nur drinne stehen. Wachstube ist voll. So, was ist das hier? Bringe zu Ereignis. Ah ja, die sind wieder ausgezogen in die Schlacht zu unserem Dungeon. Gar kein Problem, gar kein Problem. So, okay. Jetzt möchte ich trotzdem noch mal kurz zum Dungeon gehen. Wo ist denn jetzt hier mein dicker Ork der Regeneration? Die Stube ist voll. Ah, das ist das Problem. Das entfernen, das entfernen. Also mit anderen Worten, zu wenig Platz für so viel sexuelle Schwungmasse. Sehr gut. Sehr gut. Okay, da kommt der Erste. Ich hoffe, der macht das noch fertig. Ach, jetzt müssen sie da vorne erst noch die mit der Gruppe warten, ne? Bis alle da sind. Das
Schreibkleister. Oh ja, okay, das haben wir, das haben wir. Flüchtet! Tschüss! Sehr gut. So sollte es sein. Okay, Freunde. Dann klappt das auch. Dann klappt das auch. Und ja, weil wir ja ein bisschen auf großem Fuße leben und verschwenderisch mit unserem Zeug umgehen können, können wir das jetzt hier auch noch alles dementsprechend foltern. So, das ist aus Sicherheitsgründen und das ist aus Sicherheitsgründen. Das bleibt bestehen. Ja, aber easy. Jetzt speichere ich auch nochmal hier. Super. Neuer Spielstand speichern. In den Sumpfland. Okay. Speichern und yes, es geht weiter. Okay. Gehen wir hier einfach mal weiter. Gucken wir mal. Was erwartet uns jetzt hier? Endlich erreichte die Horde das Lager der Nagas. Diese konnten dem ultimativen Bösen nur wenig Hilfe anbieten. Allerdings erzählten sie von einem Artefakt, das in den Tiefen des Berges versteckt lag. Damit würde es ein leichtes sein, die Allianz zu besiegen. Durch ihre uralte Magie öffneten die Nagas ein Portal zum Artefakt. Das heimtückische Böse überlegte kurz, ob es diese Gefahr auf sich nehmen sollte. Aber letztlich ging es nur um das Leben seiner Kreaturen. Und das war ihm natürlich völlig egal. So, dann gehen wir da mal durch. Die Horde hatte das Naga-Portal durchschritten und fand sich in einem alten Altarraum wieder. In dessen Mitte lag ein uralt erscheinender Gegenstand. Dies musste das Artefakt sein. Einige Kreaturen wachten offenbar darüber. Sehr gut. So. Oh ja, mit einem Heiler ist das easy. Der weiß, wo man hinschlagen muss. Ich weiß nicht, ob der das wirklich weiß. Aber das sind ja hier auch krasse Kreaturen, gegen die wir da gerade kämpfen müssen. Die halten über viel aus. Sehe ich da tatsächlich immer noch einen Wächter am Artefakt? Meine Güte, meine Oma hätte das Spiel in dieser Zeit komplett durchgespielt. Los jetzt, tu endlich was. Du Arsch, Alter. Du elendiger Arsch. Ist da immer noch einer? Das ist ein echter Arschkeks. So, okay. Nichtsdestotrotz, hier wollen wir aus ganz einfachen Gründen, ja, das ist Ästhetik. Aus Ästhetikgründen wollen wir das hier einfach mal gestalten. Als die Wächter des Artefakts beseitigt waren, fing das Artefakt zu glühen an. Es schien fast so, als ob es darauf wartete, aufgenommen zu werden. Es sah fast so aus, als würde das Artefakt perfekt in den mysteriösen Altarsockel passen, der sich im Dungeon des ultimativen Bösen befand. Vielleicht war es eine gute Idee, es mal dort hineinzusetzen. Das Artefakt war derzeit noch ohne Magie, leblos. Die Kreaturen des expandierenden Bösen mussten zunächst einige Mana-Kristalle freilegen. Dieses Mana würde nötig sein, um das Artefakt aufzuladen. Moment, das war ja schon gemacht. Ja. Oh, da sammelt wohl jemand Sterne für sein Fleißheftchen. Ja. Streber. Doch ein Mana-Kristall an sich war ohne Wert für das ultimative Böse. Es bedurfte einer Kristallkammer, um dieses wertvolle Gut auch nutzbar zu machen. Schnell wurde ein Raum unter dem Kristall errichtet. Die Kristallkammer erstrahlte im Glanze eines neu erbauten Raumes, in dem es noch nach frischer Farbe aus dem Baumarkt riecht. Diese effektiv auszunutzen, konnte das Erfolge freischaltende Böse nun auch Nagas anwerben. Zudem wurden ihm passenderweise genau jetzt vom Clan einige der Schlangenwesen zur Verfügung gestellt.
Was macht denn der da? Das ist ja mal richtig mieses, verkacktes Kackvieh. Der Barde, der kann unsere Maschinen ausschalten. Bam! Gib ihm! So, gib ihm hart. Okay, ja, jetzt haben wir hier Nagas. Und was machen die? Die offenbar erzeugen... war den Magiern der Allianz nicht entgangen, dass sich im Untergrund etwas Beunruhigendes abspielte. Und so beschlossen sie, machtvolle Angriffe gegen den Dungeon zu führen. Doch das ultimative Böse war gewarnt. Also durch mich jetzt gerade. Und baute eine formidable Verteidigung, die jedem Tower Defense Spieler die Tränen in die Augen getrieben hat. Wie geil! Wie geil! So. Oh, durstige Kreaturen. So. Die können wir ja rein theoretisch jetzt einfach so absetzen hier, ne? Einfach mal hinschmeißen. Okay, dann können die... Während das ultimative Böse seinen Dungeon verteidigte, erreichte ihn ein Hilferuf einiger eingesperrter Nagas in einem weit entlegenen Gebiet. Vielleicht konnte er sie mittels eines Zaubers retten, den es in der Kristallkammer freizuschalten galt. Ja, das können wir gleich mal machen. Ich wollte bloß mal eben... Alter, das ist geil. Okay, also das ist episch. Das ist episch. Der Stufe 5. Erfahrungspunkteproduktion zeigt an, wie viel Erfahrungspunkte die Kreatur bereits in der Arbeit gesammelt hat. Es war genau dann vollständig gefüllt, als der Level-Designer es beabsichtigt hatte. So. Okay. Das entfernen wir. Das entfernen wir. Da haben wir noch ein bisschen was. Da haben wir noch ein bisschen was. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Okay. Der Bärenschreck. Man nannte ihn Jones. Nachdem die Taktik der Allianz bisher keine Erfolge gebracht hatte, hatte ein strategisches Genie sich entschlossen, einen zweiten Eingang nach unten zu öffnen, um dort Einheiten, nun ja, Welle für Welle, in den Dungeon zu schicken. So, Moment, bildet die Horde. Er lernt den Zauber panischer Rückzug. Immer weiter wurde das Artefakt mit Magie geladen. Bald würde es soweit sein. So, wo ist der nächste Ork? Noch ein Ork. Genügsamer und Bärenschreck. Welle für Welle. So, eine Kacke aber auch. Retterin in der Not. Die kommt mal... Oh, nee. Retterin der Not. Du kommst mit in unser Boot. Okay. Ich glaube, die haben wir. Welle für Welle. Welle Helden für sind in Welle. Euren Dungeon eingedrungen. Okay, das haben wir. Ich muss mal sicher gehen, dass wir das hier auch schaffen. Helden sind in euren Dungeon eingedrungen. Ach, Scheibenkleister. Warte mal, hier Bärenschreck. Denn mit der Regeneration kann ich ja nach oben. Unaufhaltsamen Bösen arbeiten packen. Weiter daran, das Artefakt mit Magie zu füllen. So. Und nochmal ein Neuner. Ja, noch ein Neuner haben wir. So, das können wir zuschütten. Das können wir zuschütten. Okay, wie sieht's hier aus?
An der Homefront. Eieieiei. Okay. Da müssen wir mal ein bisschen zurück. Buxieren. Ach, Kackies, da ist ein. Da ist ein Bösewicht mit bei. Also so ein richtiger. So ein richtig krasser Bösewicht. Das Artefakt barst nahezu vor Energie. Es war nun bereit, dem ultimativen Bösen bei der Eroberung des Tempels zur Seite zu stehen. Und produzierte eigenständig Mana. Zudem erlaubte es dem ultimativen Bösen einen Zugriff auf einige weitere Zauber. Nun war es an der Zeit, den Tempel zu erobern und Kratos zu vernichten. Das ultimative Böse zog seine Truppen zusammen, um sie in einer gemeinsamen verheerenden Welle angreifen zu lassen. Kommen wir hier eigentlich auch raus? Nee, da kommen wir leider nicht raus. Okay. So, ich bin immer noch verwirrt, wie es hier aussieht. Er lernt den Zauber panischer Rückzug. So, muss ich jetzt hier draufklicken oder muss ich jetzt hier draufklicken? Oh, warte mal, hier kann ich draufklicken. Kann ich? Ja. Maximal Bevölkerungspunkte erhöhen. Mana produzieren. Zaubersprüche. Panischer Rückzug. Also, erlernt panischer Rückzug, vernichtet das Zeltlager der Allianz, vernichtet Kratos. Das ist Nummer uno. 100 Mana. Wo sind... Ah, da steht unser Mana, okay. Maximale Bevölkerung erhöhen, bin ich jetzt mal gespannt, wie hoch wäre denn das dann? Der Genügsame, der Regenerierende, sehr gut. Der wird richtig mächtig, Alter. Das ist Talos. Talos, der Ork. Nee, wie heißt der? Xornknasch. Okay. Haben wir jetzt hier mittlerweile einen Blitz? Also die maximale Bevölkerungspunkte haben sich jetzt erhöht auf... Es sind Feinde in eurem Dungeon. 20. Es ist Zahltag. Wieso kann ich hier nicht zumachen? Wieso geht denn das nicht? Okay, damit wir uns richtig verstehen. Du sollst endlich Kratos angreifen und fertig machen. Ja, ich versuche... Große Endschlacht und so. Alles klar? Dann los, Attacke! Ja, es tut mir leid. Ich möchte aber da noch diese Nebenquests, diese optionalen Quests machen. Tut mir auch leid. Vernichtet Kratos, panischer Rückzug. Panischer Rückzug, wie lange dauert denn das noch? Oh, Alter, das drödelt und drödelt und drödelt und drödelt. Bereits erforscht. Für die Horde. Oh, für die Horde. Ein zugegebenermaßen etwas lahmer Kampfschrei als Zauber, der allerdings eure Kreaturen daran erinnert, Feste zuzuschlagen und den verursachten Schaden zu erhöhen, bildet die Horde. Erneut. So. Rettet die eingesperrten Nagas. Panischer Rückzug. Erforscht den panischen Rückzug, kann ich leider nicht. So. Das ist das. Retter in der Not. Sniffy, Lara, bla bla bla. Der Genügsame. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Weiß, wo man hinschlagen muss. Haben wir auch. Man nennt die Jones. Der Bärenstarke. Das ultimative Böse hatte einen Zauber erlernt. Damit würde es die Nagas retten können. Sofort machte es sich daran, dies in die Tat umzusetzen. Oh,
war jetzt an der Zeit, gegen Kratos zu kämpfen. Nach einer langen Pause stellte das unsagbare Böse seine Armee auf und zog gegen ihn in die Schlacht. Jaha, das kommt jetzt. So, okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, diesen panischen Rückzug mal einzusetzen. Was ist denn das? Panischer Rückzug? Ja, wie soll ich denn das... Durch das Wirken des Zaubers waren die Nagas sicher in den Dungeon des ultimativen Bösen gelangt. Ja, okay. Ausgezeichnete Arbeit. Vernichtet das Zeltlager. Kann nur im eigenen Gebiet eingesetzt werden. Ja, okay. Das kriegen wir auch hin. Zahltag. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Und go, go. Die ultimative Schlacht steht bevor. So, wo haben wir es? Wo haben wir in unseren Super Ork? Ist der mit dabei? Der ist bestimmt mit dabei. Ist ja auch egal. So, wir haben genug Einheiten, um ganz Mittelerde zu vernichten. So, und dann gehen wir mal nach Süden. Oh, warte mal, da gehen auch welche hin. Ich hab echt keine Ahnung. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Oh, ich hätte da schon die ganze Zeit nach unten wandern können, wa? Zusammen mit seinen Naga-Verbündeten stürmte die Armee des ultimativen Bösen den Naga-Tempel. Der Kampf begann. Der Kampf begann und... Er scheint ein guter Kampf zu werden. Ja. Sehr gut. Bildet die Horde. Ah, warte mal. Ach, der hat da unten gekämpft. Ah, wir verlieren Truppen, Freunde. Wir verlieren Truppen! Aber das ist gar kein Problem hier. Easy. Das kann nicht sein. Komm schon. Mach ich Messer. Macht ihn fertig. Kratos war gleich besiegt. Nur noch wenige Schläge und er würde... Moment, was soll das? Komm zurück, du Feigling! Ich meine, der Niederlage ins Auge blickend entschied sich Kratos für einen strategischen Rückzug und überließ dem ultimativen Bösen den Tempel. Okay, sehr gut. Die gesammelte Bösartigkeit ließ den nahen Staudamm bersten und das Lager der Allianz verschwand mit einem zufriedenstellenden Gluckern unter den anrollenden Wassermassen. Das haben wir. Das haben wir. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also die Sumpflande. Das ultimative Böse war trotz des feuchten Endes der Allianz wütend, da man es gerade seiner köstlichen Rache beraubt hatte. Aber, wenn ich etwas vorgreifen darf, diese sollte noch kommen. Ich habe schon mal vorgeblättert und mir das durchgelesen. Ja. So ein Arsch. Okay, ich weiß jetzt nicht, was das mit diesen tollen kleinen Nebenmissionen noch so auf sich hatte. Wir hätten nämlich gleich schnurstracks nach links gehen können und nicht nach rechts. Wir hätten ja nach links unten noch gehen können. Leider haben wir das jetzt nicht gemacht. Tut mir leid, aber... Ja.
Wir haben jetzt hier noch die neue Mission besetzt, die Wall Street. Das finde ich auch mal lustig. Obwohl Kröters fliehen konnte, war die Horde weiterhin auf einem glorreichen Siegeszug. Nun war die Zeit gekommen, ein Zeichen zu setzen und mit einer besonders abscheulichen Bösartigkeit die Kreaturen der Horde zu inspirieren. Dazu zog die Horde tief in die wohlhabenden Herzlanden der Allianz, um dort ein Wesen zu jagen, dessen zuckersüße Güte und Herzlichkeit einem Ork die Hauer abfaulen ließ. Ein Einhorn. Sehr geil, ja? Ich freue mich schon drauf, aber ich werde jetzt hier erstmal eine Aufnahmepause machen und dann am morgigen Tage weitermachen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei, wenn es heißt Dungeons 2, Meldas ist dabei und ihr natürlich auch. Und ja, ich werde jetzt hier bloß noch abspeichern und die Horde hatte sich beeindruckend vergrößert. Viele Goblins und Nagas hatten sich in der Armee des militärischen Bösen eingefunden. Zufrieden war es aber trotzdem noch nicht. Um sich weiterzuentwickeln, würde es einer besonders widerwärtigen Tat bedürfen. In diesen Landen lebte ein feenhaftes und bezauberndes Wesen, dem die Herzensgüte aus allen Poren tropfte. Der Tod des Einhorns würde die Horde zu Größerem inspirieren. Außerdem würde sich sein Kopf sehr gut über dem Kamin machen. Sehr gut. Allerdings war diese Kreatur nicht nur stark, sondern ihr wohnte auch eine Magie inne, die selbst den bösartigsten Ork zu besänftigen und auf seine Seite zu ziehen in der Lage war. Hier würde es Hilfe brauchen, um die Horde nicht in einen Haufen jämmerlicher Blümchenkettenbastler zu verwandeln. Ja, und darauf freue ich mich schon, ja, wenn wir das dann erledigen werden. Was ist denn das hier unten? Ach du Scheiße, Zwerge. A lot of Zwerge sind hier unten. Meine Güte. Nun gut, wie schon gesagt, ich speichere jetzt hier einfach nur mal eben ab. Und dann werden wir uns hier morgen wiedersehen. Und somit bis dahin, Freunde. Bis dahin, Freunde. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder sonst irgendwas. Und bis dahin. Ciao, ciao. Euer Metas.